In dieser Aufgabe haben wir jetzt einmal einen Ballon, der in einem gewissen Winkel jetzt gehalten wird. Das heißt, wir haben jetzt, wie gesagt, hier so ein Ballon. Hier weht jetzt kein Wind, aber der hat halt hier diese Schnur, die geht genau diese blaue Linie entlang. Ja? So. Und wir sollen jetzt mal ein paar Sachen berechnen. Gesucht ist im Endeffekt einmal unser Delta L. Ja? Das Delta L ist hier die Länge. Und dann sollen wir einmal das H bestimmen, das H hier unten. Und das ist quasi die Höhe, wie hoch dieser Ballon in der Luft hängt. So. Um das zu bestimmen, wir fangen mal mit Delta L an. Muss man sich darüber im Klaren sein, wir haben hier QG. QG heißt die Gewichtskraft. Das ist die Gewichtskraft des Seils. Die wirkt überall, wo Seil ist. Ja, also hier überall auf diese gesamte Seillänge wirkt diese Streckenlast. Im Endeffekt können wir sagen, okay, Delta L ist jetzt unser L minus L0a. L0a ist in so einer Aufgabe mal gern gegeben. Das sind diese komischen Integralzusammenhänge. Mehr verwirrend als wirklich nützlich. Im Endeffekt rechnen wir damit jetzt einfach und sagen, okay, wir freuen uns, dass einfach dieser Zusammenhang gegeben ist. Also L0a ist diese Strecke hier. Ja, das ist diese Strecke hier. Und ja, wenn gesucht ist Delta L, dann ist ja logisch, wir nehmen die Gesamtstrecke, die wir hier haben, minus L0a, was gegeben ist, und berechnen das. Wenn wir L0a jetzt aber berechnen wollen, dann fällt es uns direkt auf, okay, wir gucken uns mal an, was hier gegeben ist. Wir haben hier ein Integral, wo drin die Ableitung unserer Seilkurve steckt. Wir haben noch keine Seilkurve bestimmt, auch noch keine Ableitung, also lassen wir das mal weg. Dann gucken wir uns den nächsten Teil an und der nächste Teil hier ist H durch QG Sinus Hyperbolicus, also Sinus H ist dann Sinus Hyperbolicus mit LB. LB ist hier oben links diese Länge, die haben wir auch nicht gegeben, also sind da viele Unbekannte drin. Gut, wir haben den Hyperbolicus gegeben, wir kennen jetzt die Zusammenhänge davon, hilft uns aber nicht weiter. Also müssen wir mit einem anderen Weg weiterkommen. Das heißt, ja, ich habe mal hier alles eingesetzt, also diese ganzen Beziehungen hier habe ich jetzt hier oben eingesetzt. Dann kommt man hier auf diesen Zusammenhang, bringt aber auch nicht viel. Wir müssen also ein bisschen anders denken. Und zwar sagen wir jetzt einfach, okay, wir wissen ja, dass da eine Streckenlast ist und wir wissen, in welche Richtung die wirkt. Wir haben hier oben eine Kraft S und die ist gegeben. Und das heißt, wir haben auch den Winkel, der ist auch gegeben. Das heißt, wir können die super gut aufteilen in Vertikal- und Horizontalkräfte. Das machen wir jetzt einmal und sagen jetzt, die Summe aller Kräfte vertikal ist 0. Dann nehmen wir uns jetzt minus S mal Sinus von Alpha, denn wir sehen ja, S Sinus Alpha wirkt ja nach oben. Ich habe hier V einmal eingetragen, an sich braucht man das nicht. Ich habe das hier einfach nur mal so mit übernommen. Wir kümmern uns jetzt hier um diese vertikal nach oben gehende Kraft von S. Deswegen schmeiße ich die mal raus. Die ist negativ, denn wir haben hier unten unser Koordinatensystem und das sagt ganz klar, alles was nach unten geht, ist positiv und was nach oben geht, ist negativ. Wenn ich jetzt hier also, das ist also SV wäre das, plus R, R ist die resultierende, aber hier muss man darauf achten, nur auf den belasteten Anteil. Das heißt, der Teil hier unten, der liegt eigentlich auf dem Boden. Ja? Der ist so angegeben, dass der auf dem Boden liegt. Und nur dieser Anteil hier wird belastet. Das bedeutet, wir sagen hier Q0 mal L0a. L0a können wir jetzt umstellen. Das heißt, wir setzen hier nichts ein, sondern stellen jetzt mal nach diesem Wert um und haben dann hier L0a bestimmt. Das heißt, wir haben das alles hier überhaupt nicht gebraucht für diese Teilaufgabe bis jetzt und gucken mal weiter. Wenn wir nämlich jetzt in unsere obrige Funktion L minus L0a das einsetzen, dann kommen wir hier auf unseren Wert. In diesem Fall war L hier oben auch gegeben. Ne? Also die Gesamtlänge war schon gegeben. Und deswegen, man kann jetzt hier anfangen zu rechnen und versuchen, diese Funktion aufzustellen. Ist aber für diese Teilaufgabe, man kann es damit machen, definitiv, aber ist halt für diese Teilaufgabe viel zu langwierig und man kann sich so schnell direkt ein paar Punkte sammeln. Jetzt kümmern wir uns um den zweiten Teil, und zwar um die Höhe.
jetzt würde man ja normalerweise anfangen und sagen, okay, die Höhe ist ja quasi der Endpunkt meiner Funktion des Weges, also baue ich mir mal hier meine ganz normale Seilfunktion auf, diese Seilkurve. Wenn man das dann macht, dann hat man hier auch Q von x. Q von x ist ja eine Konstante. Das ist ja in diesem Fall Q0. Hier darauf achten, das Minus wieder davor, ne, denn die wirkt ja in positive Richtung, die Streckenlast. Deswegen hier negativ. Und Q0 ist zwar jetzt nicht Gg, also ist hier gegeben als Qg, ist im Endeffekt dasselbe, ist so eine Streckenlast, die hier dann wirken würde. Wir können also diese Funktion ganz normal aufstellen. Wenn wir das machen, kommen wir aber am Ende auf den Punkt, dass wir sagen, okay, wir können C1 nicht berechnen, wir können LB nicht berechnen und wir können H nicht berechnen. Also C2 konnten wir hier berechnen, das wäre dann 0 gewesen nach unseren ganz normalen Angaben, die wir halt hier einsetzen können. Aber wenn wir C1 berechnen, dann müssen wir für X1 etwas einsetzen, in diesem Fall setzen wir LB ein, aber wir haben weder LB noch haben wir C1 und H haben wir auch nicht, denn H wollen wir ja bestimmen. Das heißt, an dieser Stelle wird es dann schwierig. Man kann dann sagen, okay, dann berechne ich mir halt jetzt jede einzelne Konstante nacheinander und fange ich mit LB an. Also berechne ich mir jetzt hier diese Länge LB. Das ist hier oben diese Länge hier. Ne, das ist diese Länge. So, um das zu bestimmen, sage ich mir jetzt, okay, ich nehme meine Funktion Nummer 1. Das ist die hier oben gegebene, denn da steckt LB drin. Wenn die gegeben ist, ist die auch richtig. Und dann nehme ich meine Funktion 2. Das ist hier diese. Die ist ja gleich L0a und die da oben ist auch gleich L0a. Also kann ich die beiden gleichsetzen. Das habe ich dann hier getan. Und wenn man das dann macht, dann kommt man am Ende auf LB. Check. Das ist ein bisschen Rumgerechnerei. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also im Endeffekt, hier hat man den Sinus Hyperbolicus und hier den Sinus. Ne? Nicht, dass man jetzt da denkt, man kann da direkt alles wegschmeißen. Die beiden vertragen sich nicht so gut. Aber man rechnet damit ganz normal, wie mit halt den normalen trigonometrischen Funktionen. An dieser Stelle Sinus Hyperbolicus dann hoch minus 1 anwenden. Dann steckt man das Gesamte hier rein. Ich habe dann im nächsten Schritt für H direkt Sinus von Cosinus Alpha eingesetzt. Ne? Deswegen da reingesetzt. Dann kann ich im nächsten Schritt das S rausschmeißen. Dann habe ich innerhalb dieses Sinus Hyperbolicus Sinus durch Cosinus und das ist mein Tangens. Dann kürze ich das alles ein bisschen zusammen und hier habe ich dann wieder für H Sinus Cosinus Alpha eingesetzt. Ist alles ein bisschen umstellen, kriegt man aber ganz gut hin. So, dann wird es aber wieder schwierig, denn dann ist auch meistens Schluss. Wenn wir LB bestimmt haben, dann kriegen wir C1 immer noch nicht raus, denn H ist ja halt nicht gegeben. Uns fehlt einfach eine Gleichung. So, wir haben drei Unbekannte und jetzt haben wir uns zwei Gleichungen erschlichen. Eine dritte kriegen wir aber nicht zusammen. Um das zu lösen, kann man jetzt zwei Wege gehen. Man guckt sich, im Endeffekt, hier rechts sieht man das schon, man guckt sich diesen Zusammenhang hier an. Das heißt, diese ist gegeben und wenn sowas gegeben ist, dann steckt da auch meistens schon ein Teil der Lösung drin. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier rechts das mal genauer an. Ich habe jetzt hier den linken Teil, diesen hier, genau, also ich habe genau dieses übernommen jetzt, den linken Teil, den rechten Teil hier gleichgesetzt, der ist hier gleichgesetzt in diesem Fall, aber was ich getan habe, ist hier links das Integral habe ich wegfallen lassen, indem ich gesagt habe, ich leite den linken Teil und ich leite den rechten Teil ab. Wenn ich den linken Teil, so wie er jetzt ist, ableite, dann steht das hier ganz normal da, also da steht hier diese Ursprungsfunktion da und wenn ich den rechten Teil ableite, dann kommt hier dieses d durch dx dazu. Ich kann mich auch andersrum entschließen und sage, okay, ich lasse das hier so, wie es ist, aber dafür integriere ich das. Das heißt, ich nehme das hier, integriere das, lasse dafür die rechte Seite so, wie sie ist. Ich finde die Integration an dieser Stelle etwas komplexer als das Differenzieren. Deswegen habe ich mich hier für die Differenziation entschieden auf der rechten Seite und die linke Seite so stehen lassen. Im Endeffekt passiert da nicht viel. Ich leite jetzt die rechte Seite ab mit innerer mal äußerer. Innere Ableitung hat er nach vorne gezogen, ne, hier so. Und die äußere mit Sinus Hyperbolicus wird zu Cosinus Hyperbolicus. Die muss man auch drauf haben, beziehungsweise die kommen sehr selten drin vor, aber die sind ja eigentlich so wie der Sinus und der Cosinus. Also kann man die sich gut merken. Also das ist relativ schnell abgeleitet hier.
Ableitung ist hier abgeschlossen, deswegen sage ich ja, die ist ja sehr einfach. Was ich jetzt noch tun muss, ich muss hier umformen, das heißt, hier muss ich einmal alles quadrieren an dieser Stelle, dann muss ich hier minus 1 und dann am Ende die Wurzel ziehen. Jetzt habe ich hier x3' von x1, also ich habe die Ableitung meiner Funktion, die ich haben will. Bedeutet also, nach diesem Schritt muss ich einmal integrieren. Das mache ich jetzt hier und das integriert geht eigentlich auch ganz schnell. Da gibt es ja viele Handwerkszeuge, die man dann auch gelernt hat in Mathe. Ne? Also die Wurzel umschreiben in eine Klammer, hoch ein halb, innere mal äußere und so weiter und so fort. Da kann man ja sehr viel, da gibt es ja viele Sachen, die man anwenden kann. Aber das ist dann Mathe, das hat jetzt mit Mechanik nicht viel zu tun. Deswegen bleibe ich hier jetzt direkt bei der Lösung. Dann geht es hier weiter. Ich kann dann x3 von x1 gleich 0 gleich 0 setzen. Jetzt bekomme ich mal diesen Term hier raus. Also ich bekomme jetzt mal eine Konstante c1 raus und komme hier dann auf diese Endform. Das hier ist jetzt meine Lösungsform, die ich habe und die ich brauche. Die ist etwas anders als die, die ich hier vorne hätte. Hier sieht man jetzt mal den Vergleich zwischen den beiden. Links ist jetzt diese Form, die ich ja eigentlich so oder so immer rauskriegen würde, wenn ich mich daran halte. Rechts ist das, was ich jetzt durch diese gegebenen Zusammenhänge bekomme. Die beiden sind schon äquivalent, aber ich kriege halt diesen Faktor C1 nicht raus, beziehungsweise sehr schwierig. Und dazu nehme ich dann hier die rechte Seite, denn da ist mir dieser Zusammenhang gegeben, wodurch ich nur durch dieses einfache Ableiten und Umformen dann alles einsetzen kann und komme dann auf meine Lösung von h gleich 23,39 Meter. So, bedeutet also, bei dieser Aufgabe musste man schon ein bisschen tricksen. Ne? Hier, ich sage das, was ich hier unten links eingekreist habe, das ist jetzt sozusagen die erste Aufgabe. Die ist noch relativ einfach. Man darf sich halt nicht verwirren lassen, wenn man jetzt so viele Werte schon gegeben hat. Man braucht ja eigentlich an dieser Stelle nur noch dieses L0a. Und man wird schnell dazu verlockt, hier zu sagen, okay, dann berechne ich das. Dazu stelle ich dann die Funktion auf, ne? Und rechne dann rum. Das heißt, alles, was wir hier auf der rechten Seite gemacht haben, hätte ich dann schon bei der Aufgabe 1 machen können und dann hätte ich aber nochmal ableiten müssen, das dann hier einsetzen, alles integrieren und so weiter und so fort. Und das kann man sich umgehen, indem man ein bisschen klug nachdenkt und dann einfach hier mit diesen Standardformeln, also Summe aller Kräfte gleich 0, so eine Aufgabe halt direkt schon lösen. Das ist dann immer schön, das geht schnell und man versteht das auch ganz gut, was man da tut. Die andere Hälfte, die war dann nicht so simpel, da musste man dann schon nachdenken. Aber immer wenn hier sowas gegeben ist, dann ist das so ein kleiner Wink im Zaunpfahl. Diese Angaben hier muss man nicht immer benutzen, die kann man benutzen, je nachdem, wie das dann einem leichter fällt. Zum Beispiel könnte man das hier an dieser Stelle einsetzen, wenn man sich dazu entschlossen hat, das abzuleiten. Dann hätte man hier auch mit diesen E-Funktionen ableiten können. Geht dann auch. Dann kann man im Endeffekt dann wieder im Umkehrschluss auf dieses Cosinus-Hyperbolicus, wenn man jetzt nicht wusste, dass die Ableitung vom Sinus-Hyperbolicus der Cosinus-Hyperbolicus ist. Das zu dieser Sonderaufgabe, also die war schon ein bisschen anspruchsvoller, aber das war auch so alles Mögliche, was man tun kann. Hierbei war es halt nochmal wichtig, auch komplexere Sachen ein bisschen außerhalb dieser normalen Standardformen zu denken und dann auch mal auf diese Aufgabe stärker einzugehen.